Ja, ihr wundervollen Herzenslichter, herzlich willkommen zum ganz besonderen Monatsorakel April. Und zwar freuen sich darüber sehr die inneren Kinder, denn es soll spielerisch heute diese Botschaft zu dir kommen. Und ich habe hier drei wundervolle Orakel liegen und du kannst jetzt ganz gefühlt heute fühlen, zu welchem Orakel es dich hinzieht. Ich habe hier einen wundervollen Oktaeder liegen, das steht für die Luft ganz besonders und hier ein Herz dazu, ein wundervolles Steinherz mit Rosen und Blumen darauf. Hier habe ich das Tetraeder, was für die Kraft des Feuers steht und eine Muschel dazu, was wiederum auch für die Kraft der Transformation steht und der Wandlung. Hier habe ich ein Hexaeder, das für die Erde steht und sozusagen ein wundervolles Naturwesen, ein wundervoller Wichtel, der dich mit der Natur verbindet. Und diese drei wundervollen Orakel, die ganz besonders jetzt für dich in nächster Zeit stehen, vor allem für die nächsten Monate, für den April und auch für den Mai, kannst du hier ganz deutlich spüren. Fühl dich mal hinein, zu welchem wundervollen Orakel es dich ganz besonders zieht. Und das kann auch sein, dass dich zwei Orakel ansprechen, dann kannst du sie hinterher auch nochmal ansehen. Oder auch drei. Doch folge doch jetzt mal den ersten Impuls, den du gerade jetzt fühlst. Ich gebe dir für einen Moment Raum. Ja, wunderbar. Dann fangen wir mal ganz bewusst an mit dem ersten, und zwar dem Erdelement. Ich schiebe jetzt erstmal die anderen beiden Orakel auf die Seite und wir beginnen sozusagen mit dem ersten wundervollen Orakel. Wir schauen hier mal ganz bewusst, wir haben ja hier das Hexaeder, was für die Erde steht. Das Hexaeder ist der Vater platonische Körper, der alle platonischen Körpern eint. Ja? Und wir haben hier das wundervolle Wichtel, das uns heute auch in der Naturwesenheit verbindet. Und ich habe hier besondere Karten ziehen dürfen. Wir werden jetzt gleich mal schauen, was hier für dich wichtig ist. So decken wir diese jetzt mal liebevoll auf und wir werden gleich sehen, was hier in tiefster Liebe zu dir geschehen darf. Ja, und es sieht schon sehr, sehr wundervoll aus. Also man merkt jetzt schon, dass hier eine unglaubliche Kraft zu dir kommt, ganz besonders jetzt in den nächsten Monaten. Diese Kraft, die sich hier nährt in dir, die sich dir auch öffnet und ja, und auch vereint. Und da geht es ganz besonders auch bei dir um Vertrauen. Ja, also wir haben ja hier die Seraphim-Kräfte, die jetzt vor allem im Monat April, Mai ganz deutlich bei uns sind. Und da geht es um die göttliche Spirale. Ja, also hier sieht man auch eine Spirale mit ganz vielen Engeln, die hier sozusagen fließen. Und das hat auch damit zu tun, dass du jetzt in einen Schöpfungsprozess kommst, in eine neue Kraft. Also in dir gebiert sich jetzt eine neue Kraft. Und das geht ganz bewusst auch mit deinem Urvertrauen überein. Das heißt, du gehst mehr in die universelle Verbundenheit über. Du gehst in das universelle Bewusstsein über. Und da unterstützen dich ganz besonders jetzt in diesem Prozess deine Ahnen. Und die Ahnen können natürlich hier jetzt in deinem inkarnierten Leben sein, aber es kann auch in allen Welten, Ebenen, Dimensionen sein. Es können deine Sternenahnen sein, ja. Es kann aus Avalon, also ich spüre hier ganz besonders Lemuria. Also Lemuria unterstützt dich, lemuranische Energie. Da ist sehr viel Unterstützung. Ich merke aber auch Plejaden. Da ist ganz große Unterstützung, was ich hier bei dir fühlen kann. Also du bist ein erdangebundener Mensch, du bist ein Erdhüter, du hast eine tiefe Verbundenheit auch zu den Plejaden und auch zu der, sagen wir mal, ja, ozeanischen Bewusstsein. Also du hast auch eine gute Wasserverbindung. Also das ist gleichzeitig ja auch wieder, bist du verbunden mit dem Meer des universellen Bewusstseins und du darfst dich jetzt mehr auch mit den universellen Kräften beschäftigen. Das ist jetzt die Spirale, die dich in die Kraft bringen wird, also deine Sternengeschwister. Und da folgt dir momentan in diesem Monat März, April vor allem, Mai, weil wir sind ja noch immer in dieser schwingenden Energie,
ganz besonders jetzt die Krafttiere, ja. Also du hast ein Krafttier an die Seite, ein Naturwesen, das dir vielleicht in letzter Zeit immer wieder mal begegnet, ob das jetzt über Bilder sind, vielleicht ist es auch hier. Also hier ist zum Beispiel eine Eule, ein Eichhörnchen, hier haben wir eine Schnecke, ja, da sind Bärentatzen zu sehen, ja. Wir haben hier ein Einhorn, wir haben einen Hirsch, ein Narwal, ein Drachen, ein Bär, eine Schildkröte, ein Fuchs, also ganz viele. Hier sind auch Hühnerspuren, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und du darfst dich jetzt wirklich reinfühlen in die nächste Zeit und du wirst auch Botschaft bekommen von diesem Krafttier. Es kann ein lebendiges Tier sein, das dir im Wald begegnet und das du hörst, das dir auch als Ton bekannt ist. Ich spüre da ganz deutlich, dass du dich jetzt mit den Krafttieren immer mehr verbinden darfst. Das hängt auch und das sagt auch deine Seele, denn hier haben wir die Seelenessenz liegen, ihr Lieben. Und die Seelenessenz bedeutet, dass du jetzt in deine höhere Kraft kommst. Das heißt, du gehst jetzt mit deinem höheren Selbst noch mehr in Kontakt. Das liegt auch jetzt im April mit dem Christusbewusstsein oder hängt damit zusammen, also mit dem Licht, das in dir geboren wurde, auch durch Jesus, das in dir strahlt und du bist du bringst eine göttliche Weisheit hier auf Erden. Du hast eine sehr tiefe Verbundenheit, eine alte Seele wohnt auch in dir. Und diese Seelenessenz, mit dieser Essenz wirst du jetzt erfüllt, aufgeladen, ja. Und das hat damit zu tun, mit der göttlichen Spirale, dass wieder ein großes Lichtkraft in dir gebiert. Und diese Lichtkraft, die sich da ausdehnt, das ist zum höchsten Wohle für dich, also ein großer Schöpfungsmoment, neue Kraft. Türkis steht ja auch für die Kommunikation des Herzens und auch für das göttliche Vertrauen. Also da haben wir das Vertrauen wieder ganz deutlich hier im Feld, ja. Das ist jetzt sehr wichtig, Selbstausdruck, Selbstvertrauen, das alles ist für dich ganz, ganz, ganz wichtig, ja. Und es ist ja auch in dieser Spirale, das ist sozusagen eine rechtsdrehende Spirale und sie führt sozusagen hinab, also sie geht in die Tiefe, in die Materie und sie zeigt dir dadurch dass du ein engelhaftes Wesen bist hier, der ganz besonders jetzt in dieser Zeit jetzt in eine Kraft kommt, die dich in Ordnung bringt, ja, in eine göttliche Verbundenheit, ein tiefes Urvertrauen in Gott und die Welt, dies zu stärken, ja. Die Seraphim bringen dir dadurch auch neue Energie und leben auch in deiner Kraft der Erde, also manifestieren diese in geistiger Ebene und auch in Raum und Zeit, dass du das überwinden kannst, auch Raum und Zeit und dass du mehr in diesem universellen Bewusstsein auch strömst, ja. Also du darfst dich da wirklich mehr jetzt ausrichten in höhere Energien. Also wenn du gerade dabei bist, einen neuen Weg zu wählen, mehr nach innen zu gehen, deine neue Kräfte zu sortieren, ja, du erhältst jetzt neue Kraft und ganz besonders unterstützen dich deine Ahnen dabei. Also wenn du magst, richte doch mal eine Ahnenkerze für deine Ahnen ein, aus allen Welten, Ebenen, Dimensionen, die du einfach mal täglich entzündest, um dich mit ihrem Licht zu verbinden. Also das ist auch ein ganz wundervoller Impuls. Und gleichzeitig haben wir ja hier auch den Wichtel, also du bist auch sehr naturverbunden, du hast eine starke Naturverbundenheit und die Naturwesenkräfte, auch das blau-weiße Volk, sehr deutlich bei dir. Sie verbinden dich jetzt mit den Heilkräften, also wenn du dich mit den Naturwesen verbindest, ob Kräuter, Pflanzen, Blumen, Devas, verbinde dich mit ihrer Heilkraft, ja. Das kann auch über Tees zu dir fließen, die du nächster Zeit auch für dein Körperbewusstsein brauchst. Also ganz wichtig, ganz besondere Karten. Es geht um dein höheres Selbst, um deine Seele, dass sie mehr Raum gewinnt. Es geht darum, dass du dich stark auch verbindest mit deinen Krafttieren, denn sie nähren dich, sie unterstützen dich, sie sind sozusagen ein Kraftplatz oder Weg jetzt für dich. Sie weisen dir den Weg und helfen dir auch dabei, die Stärke zu haben, dies jetzt in der Materie, also in deinem materischen Feld, also in der Materie umzusetzen und da Fokus zu haben und die Kraft auch dafür zu bekommen, ja. Du sollst vor allem ganz viel Vertrauen haben jetzt in dem Prozess, der nächste Zeit bei dir beginnt, ja. Hab Vertrauen, denn es will eine neue Kraft aus dir heraus. Genau. Das ist das, was ich dir hier sagen kann und das Hexaeder bedeutet auch, dass du die Erdung kraftvoll in dein Leben holen sollst und dass du dich auch mit dem Element des Hexaeders beschäftigst, denn das lässt dich auch mehr zentrieren, ja. Okay, also das ist ganz wichtig, dass du darauf achtest, dass du auch nicht zu viel willst und dass du dich jetzt wirklich um dich kümmerst und
dein Licht in dir einst. Sehr schöne Karten, ganz wundervolle Karten. Wundervoll. Ja, so danke ich dir von Herzen. Und wie gesagt, ich möchte ja auch nochmal mitteilen, dass eine besondere Meditation, die ich freigeschaltet habe, das Christusbewusstsein, das könnte für dich wahrlich etwas ganz Wundervolles sein. Ich werde das hier unten dann nochmal in YouTube verlinken. Da kannst du diese besondere Meditation finden. Es sind nämlich 4 Meditationen, die für das Christusbewusstsein, für die Selbstliebe, die Selbstermächtigung und auch für die Polaritätseinheit steht. Und das brauchst du jetzt ganz besonders, dass du mehr aus der Einheit strömst. Und wenn du diese Meditation oder Bewusstseinsreisen ganz besonders zu dir nach Hause holen möchtest, sie würden dir jetzt im Monat April sehr Unterstützung sein. Ja, so danke ich dir von Herzen für diese besonderen Botschaften, die hier geflossen sind. Und dann sind wir jetzt mal ganz gespannt auf das nächste Orakel. Und ich freue mich, dich bald wieder hier zu sehen. Fühl dich ganz gesegnet und umarmt. Ja, und so kommen wir gleich mal zum nächsten Orakel, zum nächsten zweiten Teil sozusagen, zum Feuerorakel, zum Tetraeder, das sich hier ganz besonders gezeigt hat, mit der Muschel zusammen. Ja, das Tetraeder steht ja auch für Schöpferkraft, für Feuerkraft, für deine innere Flamme, für deine Entwicklung, die sich jetzt dir herausgebiert, ja, hat auch mit deinen Feuerkräften zu tun, dass du auch dich mehr zentrieren darfst, nicht zu viel des Guten, aber auch weniger ist mehr sozusagen, aber trotzdem im Schöpfermoment zu sein. Und die Muschel steht ja auch für eine große Verbundenheit, gleichzeitig aber auch für eine Öffnung und Transformation. Ja? Also eine Muschel hat immer ein großes Wissen in sich, gleichzeitig aber auch um eine große Transformation, die jetzt hier stattfindet. Für dich vor allem stattfindet, ja? Und wir werden das jetzt hier mal gleich lüften, was hier die Engelwelt, die Seraphims zu dir sagen und auch die Karten hier dir sagen möchten. Und das sieht schon, oh ja, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ganz besonders hier, was hier strömt. Das ist sehr urheilig, was ich hier spüre. Eine sehr urheilige Kraft, die sich hier öffnet. Wow, das ist schon ein tolles Orakel hier für dich. Ja, hier haben wir ja ganz besonders den Seraphim der Bereicherung. Ja? Also du kannst andere begeistern und bereichern. Beginne einfach, sagt der Seraphim. Also hier haben wir das Regenbogenlicht, der funkert und ja, sprüht es förmlich von Kraft und Energie und Schöpferkraft. Also hier kommen die vielen Möglichkeiten heraus, die sich hier zeigen, ja. Und gleichzeitig haben wir hier das Erdsymbol, das sich hier ganz deutlich zeigt, also die Erdung. Das ist für dich sehr essentiell wichtig, um dieses Schöpfen zu können, um in dieser Kraft zu sein. Also du sollst dich immer wieder ausrichten, auch auf die Erde, auf das Erdsymbol, das hier zum Beispiel ist. Das kannst du auch mal aufzeichnen. Das wird dir sehr helfen. Gleichzeitig kannst du damit sehr gut Wasser programmieren. Du findest diese Karten auch wunderbar auf unserer Homepage, ja. Du kannst sie jederzeit auch dir besorgen. Das ist ein ganz besonderes Zeichen, das ist der heilige Diamantenlichtgral. Das heißt, du in dir hast eine große Strahlkraft, ja? Also der heilige Gral in dir erwacht, was ja wiederum mit deiner Seele zusammenhängt, also mit deiner Seelenhochzeit in dir. Das heißt, du wirst mehr mit deiner Seele, du bist eins mit deiner Seele, du bist im Einklang mit deiner Seele, du fließt in Verbundenheit. Und da haben wir ja auch hier die Magierin, der Magier. Ja, also Zauber, Segen, Herzmagie, du strömst aus deinem Herzen, du hast die Kraft in dir geeint, du kannst jetzt loslegen mit Schöpferkraft, ja, du bist da absolut am Fließen. Und noch was Wichtiges, deine Seele sagt, du bist mit Ahnenkraft unterstützt. Die Ahnen stehen hinter dir und geben dir jetzt die Kraft, dass du nach vorne gehen kannst, dass du entwickeln kannst. Ja? Also das ist eine starke, geballte Energie, die hier ist. Ich kann das ganz deutlich fühlen und die Muschel möchte dir sagen, dass du eine innere Weisheit in dir trägst, die jetzt heraus möchte, die sich gleichzeitig auch noch in der Tiefe deiner Seele transformiert, auch deiner Ahnen. Also da habe ich jetzt zum Beispiel hawaiianische Energie, die ich jetzt spüren kann, ganz besonders lemuranische, hawaiianische Energie, die hier ist, deine Ahnen, die vor allem auch aus der Sternenebene kann ich das auch spüren. Ja, also da ist das Licht von Lyra ganz deutlich da. Ja, das ist sehr spannend. Sirianer sind
sind hier sehr stark am Fließen. Syrianer haben ja auch sehr starke Wasserverbundenheit. Also da spielt das ozeanische Bewusstsein noch eine große Rolle. Und ja, das Feuer Tetraeder steht auch für Erzengel Uriel, ne? Und Erzengel Aurora. Also sie stehen schon für Entwicklung, für Neubeginn, für Fortschritt, für Wachstum, für Ausdehnung. Und diese Ausdehnung findet jetzt in dir statt, vor allem über deine Seele. Und ich lasse jetzt diese Karte noch mal kurz umdrehen und ich soll für dich was vorlesen, vor allem über Jesus Sananda. Ja, also der größtmöglichste Platz für deine Seele wird jetzt zur Verfügung gestellt, sodass du dich ausdehnen kannst. Ja, dehne dich aus, soweit es dir gut tut und wie es sich für dich gut anfühlt. Ich bin eins mit meinem höheren Selbst, mit meiner Seele, so mit Gott selbst. Ich bin die Vollkommenheit. Also das ist absolut Vollkommenheitsenergie, die hier strömt. Das ist die Einheit, das ist Schöpferkraft, das ist pure Magie und es hat auch mit dem Wir-Bewusstsein zu tun. Also du entwickelst dich weiter, du schenkst anderen Mut, du bestärkst sie, du bringst aber auch neue Impulse, Inspirationen. Du bist einfach an dem richtigen Ort zur richtigen Zeit geführt, um genau das zu tun, was du tun sollst, nämlich strahlen, einfach leuchten und dich gut zu fühlen. Und die Ahnen sind so intensiv jetzt bei dir, weil sie möchten, dass du diese Magie jetzt in dir vollkommen faltest, ohne Wenn und Aber. Und sie sagen dir auch, es gibt keine Perfektion. Ja? Lebe dich so, wie du jetzt gerade bist, auch wenn noch ein paar Dinge sind, die du vielleicht noch ausrichten darfst, die in deinem Körper vielleicht noch nicht ganz im Einklang sind. Du bist auf dem Weg dabei, du hast es bewusst wahrgenommen und du sollst bewusst weiter so gehen, wie du es jetzt tust und weiterhin deiner Intuition folgen, ja? Bleib auf der goldenen Spur, sagen sie, und bleib in deiner Vielfalt, in all den Möglichkeiten, die sich von Tag zu Tag in dir erheben. Ja, also da möchte ich jetzt auch nochmal bei den Seraphim noch fließen lassen, was die nochmal auch zu dir sagen, ganz besonders jetzt in dieser Zeit, denn das ist ja auch das Regenbogenlicht aller Möglichkeiten, die sich dir auch hier offenbaren. Und du bist jetzt in der Lage, andere Menschen mit deiner Art und deinem Auftreten zu erreichen, zu überzeugen und mitzureichen, ja, mitzureißen. Also du hast eine starke Power und diese Power möchte absolut geerdet sein. Ja. Du hast das nötige Wissen und die Weisheit, um zwischen dieser Kraft, ja, den sanften, herzlichen Bereich und auch der Durchsetzung, des kraftvollen Bereich zu handeln. Ja, das hat was mit Yin und Yang wiederum zu tun. Ja. Also du sollst absolut diese besondere Energie in dir in vielen Situationen ausstrahlen. Absolut, in jeder Vielfalt. Das ist deine Botschaft, ja. Also diese Polaritätseinheit, die ich hier fühlen kann, ja. Diese Einheit, die du jetzt bist und das zu genießen. Genieße dein Sein jetzt und genieße es zu schöpfen und hab einfach Lust und Spaß, mit deinem gemeinsam deinem inneren Kind zu spielen und dich zu offenbaren. Das ist die besondere Botschaft, auch für dich. Nochmal möchte ich hier ins Feld bringen, dass besondere Meditation, Bewusstseinsreisen ich aufnehmen durfte über das Christusbewusstsein, das in nächster Zeit sehr wichtig sein wird. Und wenn du magst, findest du den Link auch unterhalb. Das wird dich nochmal in deiner Selbstermächtigung nochmal richtig kraftvoll bestärken und auch vorbereiten, gut erden, wenn du magst und das Gefühl hast, ja, diese besondere Meditation dürfen zu mir. Hier unten findest du den Link. Ich fühle dich ganz lieb umarmt und gesegnet, du wundervolle Magier und Magier des Lebens, der du hier bist. Du hast auch eine starke priesterliche Kraft in dir, die sich jetzt immer mehr ausdehnt und ausweitet. Und ich freue mich, dass du hier bist. Und dass du, ja, ich würde mich sehr freuen, auch wenn du mein Video likest und es auch mit anderen teilst. Ich segne dich von ganzem Herzen. Wunderbar, ein wundervolles Orakel, das hier auch da eine besondere Botschaft hier hat. So bedanken wir uns von ganzem Herzen für das bereits jetzt hier Gezeigte. Und jetzt kommen wir zum letzten Orakel, das ich hier noch mit hineinnehmen möchte, und zwar ist es die Kraft des Oktaeders gewesen. Ja, also hier haben wir das Oktaeder, steht ja für Luft, für Leichtigkeit, für Freude, für Gelassenheit, für Frieden. Also es ist auch wiederum die Klarheit hier, weil ich habe ja heute ganz besonders die Bergkristalle gewählt, denn der Engel der Klarheit ist heute ganz deutlich und ich habe hier einen besonderen
Stein, also einen besonderen Herz gewählt mit ganz vielen Blumen drauf. Es sind Rosen, Gänseblümchen kann ich hier sehen. Also die blumige Energie, also die Blumen, die dich vor allem aus der Herzverbundenheit nähren. Und das hängt auch damit zusammen, weil es auch ein weißes Herz ist für Reinheit, für Klarheit. Also da geht es bei dir ganz besonders jetzt um Reinheit und Klarheit. Und wir öffnen gleich mal jetzt für dich, was jetzt in nächster Zeit auch für dich ansteht. Und da sehe ich schon, das hat schon ein ganz besonderes Potenzial, was ich hier sehen kann. Ei, 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 da kommt schon was Schönes raus hier. Oh ja, und die Leichtigkeit. Siehst du, da haben wir es auch schon. Die Leichtigkeit, die sich hier zeigt in ihrer ganz großen Form und Möglichkeit. Wow, ja, das ist natürlich jetzt hier absolut kraftvoll. Also auch da wiederum, hier ist Merlin im Feld. Wir haben die Mutter Lichterde im Feld und der Seraphim der göttlichen Ordnung. Also Ordnung schaffen, okay. Also da, Luft hat ja immer damit zu tun, sauber zu machen, klar zu werden, Reinigung in deinem System. Das hängt auch mit all deinem ganzheitlichen System zusammen. Also räume auf in deinem Leben, ordne dich, ja. Das heißt, dass du jetzt voranbringen darfst. Genau, du darfst dich entstehen, entwickeln und du darfst ein neues natürlichen Rhythmus in dir einen. Also die Mutter Erde ist ganz kraftvoll mit dir verbunden. Da ist ein Wissen auch da, dass du auf der Erde ankommen sollst. Also du bist jemand, der sehr gerne auch in höheren Sphären schwingt, aber du sollst dich jetzt hier auf der Erde willkommen heißen. Du sollst dich auf der Erde wohlfühlen. Du sollst dich als Erdwesen auch hier als inkarnierter Mensch, der du hier bist, sozusagen als kosmisches Wesen, der hier im menschlichen Körper inkarniert ist, jetzt Heimat fühlen. Und du sollst diese Heimat in dir ausdehnen. Du sollst es dir wohlig warm machen. Du sollst deine Räume, deinen Wohnbereich, vielleicht sogar Wohnungswechsel, also mal spüren, was da alles so kommen mag. Das kann jetzt sehr viel Ordnung schaffen, bedeutet auch Ordnung in dein Leben mit deinen Mitmenschen, mit dem, was du auch kommunizierst, was du genau bist, was du möchtest und auch in deinem, ja zum Beispiel Kleiderschrank ausmisten, einfach mal zu schauen, was passt noch zu mir, ja, da kommen ganz viele Dinge und da haben wir auch Merlin hier an der Seite, also du sollst dich ganz bewusst ja auch jetzt mit der Kraft der Elemente beschäftigen. Also Merlin ist ja auch ein sehr alter Druide, ein Priester, der wahrlich große Verbundenheit hat. Er hat auch die Kraft des Falkens. Also wenn ein Falke dir begegnet, dann ist auch Merlin sehr deutlich da. Ja? Und da spielt auch Erzengel Zartkiel und Melzidek eine große Rolle. Also du darfst dich jetzt in die Kraft deiner Energien weben, ja. Merlin sagt, ich bin an deiner Seite, rufe mich, ich bin bei dir, ich helfe dir, deine Macht wieder anzunehmen, voller Selbstliebe, aus der Dankbarkeit heraus zum höchsten Wohle des Ganzen geschehen zu lassen. Ich erinnere dich an deine Reinheit, dein unschuldiges Sein. Du bist frei, ewig frei. Folge deiner Bestimmung und folge deinem Weg der Meisterschaft. So tauche ein in dein wahres Lichtessenz und fließe mit deiner gegebenen göttlichen Führung und so in deinem ganzheitlichen Sein deiner Magie. Vertraue auf deine Fähigkeiten, deine Macht, aller Kräfte, Zeiten, Welten und Dimensionen in dir. Denn du bist ein Kind des Universums, des Sternenlichts. Da geht es ganz besonders um deine Ich-Bin-Präsenz. Also da steht ein Meisterweg jetzt an, der dich vor allem jetzt ruft. Und wir haben ja einen Selbstmeisterbereich, Modul eingerichtet oder eröffnet, ein ganz besonderes Online-Event, das am 12. Mai startet. Da bist du gerufen, wenn du es fühlst, dabei zu sein. Es ist ein kostenloses Event, wo wir über die Selbstmeisterung sprechen, damit du deinen Weg, die Kraft der Elemente, deine Magie wieder eröffnest und aus dieser Kraft auch wieder strömst. Und Lady Gaia, Mutter Erde, unterstützt dich jetzt in dem Prozess. Ja, sie sagt, ich bin eins, du bist eins mit mir, mit Mutter Lichterde. Ja, gehe auf einen friedvollen Weg der göttlichen Lichteinheit. Was ist, was war und was wird. Also da steht es natürlich um die Verbundenheit. Du trägst großes Wissen in dir. Merlin ist bei dir, unterstützt dich. Deswegen ordne dich jetzt. Ja, da passiert eine große Reinigung. Und gleichzeitig haben wir die Mondin und Vater Sonne hier. Also hier, das ist ein Reinigungskanal.
Vielleicht könnt ihr das auf dieser wundervollen, das ist übrigens eine besondere Kinderkarte. Hier kann man sehen, dass hier ein traurige, wundervolle Joseline steht und die durch die Mondin geht, dort gereinigt wird, gewaschen wird, gesäubert wird, in den ganzheitlichen Sein hinein, in die Kraft der Sonne geht und dann wieder sprüht vor Lebensfreude. Ja? Das ist jetzt in den nächsten Monaten bei dir von großer Bedeutung, Reinigung, Klärung, Ordnung schaffen. Dieser Prozess ist wichtig für dich. Du sollst dich auch dieser goldenen Silbermagie, der Mondin, die jetzt auch im April kommt, und auch der Neumondin hingeben. Dafür werden auch Meditationen fließen. Die kannst du bei uns auch hier im Shop finden unter www.weit-simone.de. Und deine Seele sagt, du darfst jetzt mehr Leichtigkeit in dir leben. Erlaube dir, dass alles leicht sein darf. Ja, also du darfst da alte Strukturen, alte Muster aus dir wirklich frei machen, aus der Leichtigkeit handeln. Und du siehst ja, das ist ein beschwingtes Sein. Es sind auch verschiedene Farben und Möglichkeiten da. Also hier geht es um Ordnung schaffen, um absoluten, klaren, reinen Geist. Auch Chakrenreinigung kommt da nochmal herein. Körperzellen, ja, also auch frisches, reines, klares Wasser trinken. Auch die Ernährung, da drauf achten, was du zu dir führst, ja. Gut mit dir umzugehen. Und wir hatten ja hier das Thema der Selbstliebe, was Merlin hier schon offenbart hat. Und da möchte ich hier nochmal auf die vier wunderbaren Reisen aufmerksam machen, die ich aufnehmen durfte. Das nennt sich Christusbewusstsein. Das sind vier Meditationen, Bewusstseinsreisen, die jetzt in nächster Zeit, vor allem im Monat April, dir sehr dienlich sein können, um in deine Selbstermächtigung zu gehen, in deine Selbstliebe, Selbstvertrauen zu kommen, um auch in die Polaritätseinheit zu kommen, ja, der Gegensätze, und auch um mehr Klarheit und Reinheit, also göttlicher Flow, in deinem Leben zu gewinnen. Und da haben wir hier das Herz, und das ist ja blumig, das heißt, Blumen sind ja wunderbare Schönheit. Du bist ein schönes Wesen. Du hast eine unglaubliche Schönheit in dir. Dein Herz möchte weiten, sich ja leicht durch das Leben gehen. Das ist ja auch ein großer Wunsch, dass alles leichter für dich wird. Und das kann es nur sein, wenn du mit deiner tiefen Ursprungsmagie, deiner Mutter Erde, die die Mutter Erde in dir geeint hat, ja auch des Himmels, der Erde, dass du diese kontinuierlichen Fluss von Himmel und Erde in dir einst. Also euch dahingehend zu diesen besonderen vier Meditationen, die werde ich dir hier unten im YouTube-Kanal in meiner Infobox verlinken. Das Christusbewusstsein, die vier Meditationen, das kann ich dir wahrlich empfehlen, dass du da jetzt investierst und ganz besonders am 12. Mai zum Selbstmeister, zum kostenlosen Online-Event des Selbstmeisterbereich dabei bist, um einfach mal zu spüren, ob das nicht etwas auch für dich ist für die nächste Zeit. Denn der Monat Mai schiebt dich da nochmal voran und es ist sozusagen nochmal eine Chance für dich, auch dahingehend von innen nach außen mehr zu leben. Also ganz bewusst hier nochmal für dich, Erdung, ganz kraftvoll ankommen im Körper, den Körper lieben lernen, Selbstliebe, ja, auch dem Körper die Chancen geben, der eigenen Intuition auch folgen, reinigen, Befreiung, Ordnung schaffen, ja, immer wieder auch selbst. Ich habe hier eine Reinigungsmeditation auf meinem YouTube-Kanal, die verlinke ich dir hier oben auch nochmal und dann kannst du diese auch täglich hören. Das ist wirklich gute Unterstützung jetzt, damit du mehr in diese Leichtigkeit kommst. Ja, du bist ein sehr hochsensibles Wesen und du brauchst vor allem jetzt sehr viel, ja, Intensität für dich selbst, zentriert zu sein, auch die Stille und die Ruhe, damit du empfangen kannst, was jetzt für dich wichtig ist und auch dich von dem zu befreien und freizugeben, zu erlösen, seine starke Erlösungsenergie auch bei dir, was dir nicht mehr dienlich ist, was du jetzt auch nicht mehr brauchst und du darfst dich da wirklich frei machen. Also, ich segne dich von ganzem Herzen. Auch du bist wahrlich unterstützt und geführt durch Merlin. Verbinde dich mit Merlin und der Mutter Erde, Lady Gaia. Sie sind wahrlich kraftvoll bei dir. Auch die Sonne und die Mondin. Also die Mondin reinigt dich, sie nährt deine Chakren. Die Sonne nährt deine Zellen, stärkt dich. Also ganz wichtig, das sind momentan die Kräfte, vor allem der Seraphim, der Ordnung, der jetzt ganz deutlich bei dir ist. Und auch dieser möchte dir noch etwas ganz Besonderes mitteilen, dieser besondere Seraphim. Denn das ist ja auch so ein Rot, so ein Braunrot, das sich hier öffnet. Und das steht vor allem auch für dein, ja, so ein leichtes
Rot-Braun, das sich hier so zeigt, steht vor allem für Qualitäten, ja, für deine Qualitäten und auch für eine transformierende Kraft, für das Sortieren und Aufräumen, für Struktur und Vorstellungskraft in klarer Form. Also der Engel der Ordnung, der Seraphim, möchte dir helfen, dass du deine Wünsche erfüllen kannst, dass du auch klare Entscheidungen und klare Handlungen treffen kannst. Und dass du das natürlich auch dann in Ordnung umsetzen kannst und das auch in deinen augenblicklichen Situationen und auch in äußeren Umständen zentrieren kannst. Ja? Also sozusagen mehr Licht ins Chaos bringen und dir auch absolut einen klaren, deutlichen, goldenen, roten Faden zu geben, wo es jetzt für dich hingehen darf, damit du diesen Faden auch behältst und sozusagen mehr Struktur bekommst. Genau, das ist nochmal die Kraft, die ich hier auch nochmal weitergeben soll. Und so möchte ich dich auch von ganzem Herzen danken, dass du hier warst. Like doch gerne mein Video. Ich würde mich sehr freuen, auch einen Kommentar von dir zu lesen. Und wenn du magst, dann hol dir doch die Meditation des Christusbewusstsein nach Hause. Und vielleicht dürfen wir uns am 12. Mai zum kostenlosen Online-Selbstmeister-Event dann wieder mal sozusagen sehen und kennenlernen. Ja, ich segne dich auch von ganzem Herzen, bedanke mich für das, was hier heute fließen durfte und freue mich, dass du jetzt in eine wunderbare Kraft treten darfst und fühl dich ganz lieb umarmt und gesegnet.